Wir befinden uns vor Panama City. Nachdem wir aufgrund eines Motorschadens in San Blas lange auf einen neuen Motor gewartet und diesen dann schließlich selber eingebaut haben, ging es für uns durch den Panama-Kanal in den Pazifik. Hier warteten wir auf ein gutes Wetterfenster für die Überquerung des größten Ozeans der Welt. Ziel: Französisch-Polynesien. Wir proviantierten unsere Manatee für über einen Monat auf dem Meer auf, denn wir hatten ein Startdatum. Am 21. Mai 2023 wollten wir zusammen mit unseren Freunden Quen und Carla von der L&C starten. Wir sind André und Hanna. Im Juni 2021 sind wir von Deutschland aus mit unserer Manatee gestartet und nun bereit für das nächste große Abenteuer. Wir starten mit unserer Manatee, einer Kater 33, gebaut im Jahr 1973. Unser Boot ist also 10 Meter lang, besteht aus Glasfaserkunststoff und ist ein Kurzkieler. Wir haben einen neuen Yanmar 3 YM30AE mit 29 PS. Im Mai 2022 sind wir in St. Martin von Starkreitern auf eine Furlex gewechselt. Wir haben 480 Watt Peak Solarpaneele und 450 Amperestunden Lithiumbatterien. Auf Curaçao haben wir im September 2022 einen gebrauchten Spectra C200 Watermaker gekauft, mit dem wir aus Salzwasser Süßwasser generieren können. Wir haben neben unserem elektrischen Pin-Piloten außerdem eine Windpilot Pacific. Wir befinden uns aktuell vor Panama City und die nächsten 5 bis 7 Tage müssen wir durch die Doldrums. Das ist die innertropische Konvergenzzone. Da gibt es ja so gut wie keinen Wind, viel Regen. Das heißt, wir müssen viel Motoren. Wir haben so 300 Liter Diesel jetzt an Bord. Bei einem Verbrauch von 1,7 Liter die Stunde kommen wir da 5 bis 7 Tage hin. Unser eigentlicher Tank ist nicht so groß, deswegen ja die ganzen Kanister. Ich hoffe, wir kommen durch. Okay, dann starten wir schon mal den Motor. Manatee, L&C, L&C, ready to check up. Yeah, Manatee, over. How are you reading me, Manatee? We are ready, just starting the engine and then, yeah, lifting up the anchor, over. Okay, we will do the same, L&C out. Yeah, es ist soweit. Der Beginn der Reise. Sofort an. Auf jeden Fall gut, dass wir einen neuen Motor haben. See you on the other side. Alles voll auf Rast hier. Ja, wir sind jetzt 4 Stunden unterwegs. Gerade können wir segeln unter Motor, aber ja, wir bekommen so bis zu 12 Knoten Wind rein. Das heißt, wir unterstützen den Motor etwas. Wir machen so 6 bis 7 Knoten Fahrt. Ja, jetzt müssen wir nur wieder einen Rhythmus finden. Wir beobachten jetzt um uns wieder die Wolkenformation vor uns. Braut sich da was zusammen? Der erste Squall kam und wir holten das Segel rein. Oh, wieder knapp hier. Ja, wir kriegen gerade den Schwell und auch den Wind so ein bisschen von vorne. Es ist ziemlich kabbelig. Gerade macht es wenig Spaß. Wir haben aber auch nicht die Möglichkeit, irgendwie den Kurs zu ändern. Wir müssen mittendurch mit dem Motor, sonst kommen wir in eine Gegenströmung. Die erste Woche wird anstrengend. You guys, you're probably gonna be out of range of us tomorrow, so I'll say goodbye now. Sehr anstrengend, dieses Gewuckel. Maximal unkomfortabel. Krass, wie schnell sich alles ändern kann mit der Windrichtung.
Die Kanister brachte André ins Boot, da sie sich in der Nacht von den Leinen gelöst hatten und der Wind gegen an nicht nachlassen sollte. Ja, der vierte Tag hat begonnen, es ist relativ ruhig, die Nacht war auch ziemlich entspannt. Dann kriegt doch eine Welle. Ja, bei uns soll gegen Abend eine Gegenwindfront erreichen, 15 Knoten gegen an. Wir müssen dann mal sehen, was wir machen, ob wir weiterhin dann gegen an Motoren werden oder ob wir abfallen Richtung Westen und dann am Wind segeln. Es wäre dann aber ja nicht optimal, das heißt, wir kämen dann nicht aus den Doldrums raus, also ja, mal schauen, wie es wird. Wir bereiten uns gerade darauf vor. André hat die Kanister, die noch an der Reling waren, jetzt ins Boot geholt. Der Gegenwind nahm viel mehr zu als vorhergesagt und wir schlugen immer stärker in die Wellen. Schlaf war nicht mehr drin und die Kraft ließ nach. Es war einfach zu extrem für unser Boot und uns. Ja. Das war jetzt Quatsch mit dem Gegenan. Irgendwann wurde es jetzt zu viel. Am Ende hatten wir dann auf einmal ja, bis zu 20 Knoten Wind. Und ich habe erst die Entscheidung getroffen, auch wenn es suboptimal ist. Ja, Segel raus. Wir segeln jetzt weiter nach Westen. Bleiben wohl halt dann erstmal in den Doldrums. Aber bei dem starken Gegenwind macht es einfach keinen Sinn, jetzt noch weiter gegen an zu segeln. Und ja, müssen wir eine andere Lösung finden. Ein bisschen viel jetzt, ja? Ist immer noch unkomfortabel, aber es sind noch 2-3 Tage bis Galapagos und dann nach Galapagos mit jedem Tag kommt die Welle ein bisschen weiter von raumwärts. Am Morgen hatten wir ein weiteres Crewmitglied. Ein Tölpel segelte mit uns, den wir Rudi nannten. Rudi, willst du einen Kaffee? Die Bedingungen wurden besser und wir machten ein Bananenbrot. Bananenbrot. Ja, wir hatten jetzt zwei wirklich anstrengende Tage, aber heute war mal ein guter Tag. Wir hatten einen echt schönen Segeltag. Wir machen sehr gut Fahrt mit 5 bis 6 Knoten. Wir haben das Vorsegel und das Groß oben und ja, haben immer so 15 Knoten Wind den Tag über gehabt, relativ konstant. Die Wellen sind wieder schön lang geworden und ja, wir haben Schlaf nachgeholt, wir haben gekocht. Wir segeln jetzt eben Halbwind, werden wahrscheinlich nördlich von Galapagos segeln. Ja, so kann es erstmal weitergehen. Wir sind wieder fit. Eben wieder Thunfisch gesprungen. Das machen wir alles freiwillig. Die ganze Zeit von der Seite, 3 Meter Wellen hier und nicht die netten. Die Tölpe waren echt eine lustige Abwechslung. Bis zu 7 fuhren gleichzeitig mit uns und schafften es, bei dem Schwell sogar zu schlafen.
Auf Höhe Galapagos flogen sie aber alle auf einmal genau in diese Richtung los. Einfach magisch. Wir befinden uns gerade hinter Galapagos in der Inselabdeckung und wir nutzen direkt den Zeitpunkt jetzt, um den Motor anzuwerfen. Wir müssen Richtung Süden kommen. Nördlich von Galapagos rum hat es für uns alles ein bisschen schwieriger gemacht. Wir haben hier Gegenströmung und der Wind dreht auch Richtung Norden. Das heißt, wir werden die ganze Zeit Richtung Norden gedrückt. So, wir segeln schon die ganze Zeit am Wind und machen trotzdem keine Strecke Richtung Süden. Deswegen müssen wir das jetzt nutzen. Guten Morgen von Galapagos. Wir segeln hier gerade an den Inseln vorbei. Es ist wunderschön. Und ja, wir sind gestern den ganzen Tag motort und die Nacht auch, um endlich südlicher zu kommen. Und das haben wir geschafft. Wir werden gleich den Äquator überqueren. Das erste Mal für uns und auch für die Manatee. Leider konnten wir uns nicht wirklich freuen und den Rum tranken wir eher auf einen großen Schreck. Denn André ist beim Rickcheck etwas Beunruhigendes aufgefallen. Ja, wir haben jetzt hinter Galapagos entdeckt, dass bei unserem Steuerbordunterwand vorne ein Kardel gebrochen ist. Das ist natürlich jetzt ja, alarmierend. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt dieseltechnisch zurück nach Galapagos schaffen würden. Deswegen werden wir es versuchen abzuspannen. Sobald wir einmal ins Raumwindsegeln kommen, wäre dieses Unterwand eher am allerwenigsten belastet. Deswegen ja, spannen wir da jetzt eine Leine. Dadurch, dass wir die Leine jetzt dort spannen, können wir das Gros nicht mehr wirklich dann hochziehen. Aber mit dem Vorsegel werden wir auch ans Ziel kommen. Wir befestigten ein Ende der Leine am Wandenspanner und legten die Leine über die Saling auf der Backbordseite runter zu der Winch am Mast. Das Dyneema-Großfall spannten wir zur Sicherheit auf der Backbordseite, da wir der Unterwand dort auch nicht mehr vertrauten. Ja, aktuell müssen wir sagen, haben wir uns die Pazifiküberquerung eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Da denkt man an Passatsegeln. Wir haben aktuell das Problem, dass der Wind so dermaßen aus Süden kommt, dass er uns einfach nach Norden drücken würde. Jetzt haben wir das Problem mit der Unterwand. Ist nicht einfach. Ich hoffe, dass wir in 2-3 Tagen in der Position sind, wo der Wind ein bisschen ja, mehr aus Osten kommt, sodass wir vielleicht ein bisschen segeln können. Zumindest haben wir 70 Grad am Wind, sonst kommen wir nicht Richtung Marquesas. Angst, Zweifel, wenig Schlaf und der heftige Start, alles mitten auf dem Meer, machten diese Situation für uns umso schwieriger. Am nächsten Morgen wurde es noch krasser. Weitere Kardele waren gebrochen und ich war am Ende meiner Kräfte. Ja, keine gute Zeit für uns. Es ist schwer, das zu filmen. Wir haben bemerkt, dass 2 weitere Kardele gebrochen sind. Heute ist es immer recht ruppig, Halbwind, noch recht viel Welle. Das soll die nächsten Tage weniger werden. Das heißt, es wäre weniger Druck jetzt drauf, aber ja, 2 weitere sind gebrochen. Alle anderen Wanden sind okay und das ganze System, der Mast sieht super stabil aus jetzt gerade, bewegt sich auch kein Stück. Aber dieses Gefühl ist die Entscheidung, nicht nach Galapagos zu gehen, haben wir zusammen entschieden und waren uns auch beiden bewusst, was das bedeuten könnte. Aber dieses Gefühl halt, dass nach und nach jetzt so ein Kardel bricht, das
heftig. Es ist einfach nur zu viel, vor allem jetzt nach den letzten Tagen, die krass waren. Und vor allem, ja, wir haben gerade erst angefangen, praktisch den Pazifik zu überqueren. Bye. Also, wir haben jetzt schon eine Leine abgespannt. Nichtsdestotrotz im Worst Case. Gut, wir können noch mehr Leinen spannen, aber ich habe auch den Relingsdrahtspanner hier gefunden. Man könnte hier weitere Löcher reinbohren, Gewinde reinbohren und dann, das dürfte groß genug sein für den Wandendraht. Wandendraht rein, festschrauben und dann nach unten wieder abspannen. Und dann quasi das kaputte Stück so ein bisschen rausschneiden. Ja, hoffen wir mal, dass er hält. Ah, diese Wellen heute. Es ist einfach, diese ganze Pazifiküberquerung kriegen wir Welle nur von vorne. Wir hatten noch nicht einmal von der Seite oder von hinten. Und es ist heute schon Tag 11. Ist das gut? Das ist anstrengend. So, wir segeln gerade in den Sonnenuntergang rein. Ich habe mich wieder etwas gefangen, geduscht und ja, versuche mich jetzt wieder zurückzukämpfen, wieder Motivation und ja, mentale Stärke zu bekommen. Es war nicht ohne die letzten Tage. Nee. War ja stressig, aber wir haben noch eine halbwegs gute Nachricht bekommen. Also es ist eine gute Nachricht. Die vorderen Unterwanden, die sind jetzt nicht ausschlaggebend für die Stabilität des Mastes. Also selbst wenn die fehlt, die Unterwand, wird der Mast nicht fallen. Ja, also anscheinend sind die vorderen Unterwanden für die Performance. Damit trimmt man das Boot, damit das Boot ein besseres Profil hat. Ja, Dinge, die ich oder wir jetzt nicht wussten. Und man ist sich dann einfach total unsicher. Wir sind hier mitten auf dem Meer. Das ist nur eine komplett andere Situation, die dann Angst macht. Wir werden die Wand verlieren. Da gehen wir von aus. Vielleicht morgen schon. Aber dann haben wir ja schon einen Plan gefasst mit dem Relingsspanner, Relingsdrahtspanner, das zu fixen. Dann schauen wir mal, wie das morgen klappt. Ne? Ja, also wir hatten, sag ich mal, bei dem Pech noch ein bisschen Glück gehabt. Es hat halt genau die Wand erwischt, die wir eigentlich auf diesem Turn ja am wenigsten brauchen. Trotzdem müssen wir jetzt echt vorsichtig sein, auch mit den restlichen Wanden. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, wenn wir ankommen. Ja, es dauert aber noch ein paar Wochen. Aber ja, die Manatee wollte mal wieder eine Drama Queen sein, so kennen wir sie ja. Also alles beim Alten und ja, jetzt geht's weiter. Am nächsten Morgen war die Unterwand tatsächlich so gut wie durch und André machte kurzen Prozess, indem er den maroden unteren Teil abtrennte und in dem Terminal des Relingsdrahtspanners mit Schrauben fixierte. Tatsächlich war im Mast keine Vibration zu spüren und wir waren etwas erleichtert. Die nächsten Tage auf dem Pazifik waren zur Abwechslung sehr entspannt. Ist gerade super entspannt. Ja, gerne mehr von diesen Tagen. Wir hatten weniger Wind und Welle, sodass wir wieder richtig kochen und backen konnten. Außerdem holten wir die traditionelle Äquatortaufe nach, indem wir uns als Neptun verkleideten. Wir bekamen viel Besuch von großen Delfinschulen. Diese Zeit hatten wir fast vergessen, denn von da an wurde es nur noch anstrengend. Ziehst du mal die Brust schon an? Ja, anders wie bei der Atlantiküberquerung spannen wir unseren Spinnecker-Baum diesmal richtig ab an drei Enden. Das heißt einmal im vorderen Bereich, Mittelklappe und natürlich nach oben.
Und jetzt können wir bei Bedarf sogar das Vorsegel einrollen und der Spinnakerbaum bleibt einfach stehen dabei. Wir haben 15 Knoten Wind, wir machen gut Fahrt und heute ist ein besonderer Tag, wir haben Halbzeit erreicht. Wir sind jetzt gut 18 Tage auf dem Wasser und ja, es fühlt sich nicht ganz so lang an, aber ja, man merkt schon, man ist eine Weile hier draußen. Jetzt geht's in die nächste Runde. Ja, und nachdem wir letzte Woche eine ziemlich ruhige Woche hatten, also wir hatten leichte Winde, die Manatee hat super performt im leichten Wind, es war rickschonend und wir konnten eigentlich fast mit Alonzi mithalten. Mhm. Ja, frischt jetzt gerade auf. Also die Winde gehen schon hoch von ja, zwischen 20 und 25 Knoten haben wir gerade. Das heißt, die nächsten Tage werden ein bisschen ruppiger, aber wir fahren nur mit gerefften Vorsegel und ja, treffen auch immer frühzeitig und passen auf das Boot auf hier. Ja, der Wind kommt jetzt auch etwas achterlicher, das heißt, das ist angenehmer für uns, obwohl es ruckelig ist, aber es ist dennoch besser als ja, 20, 30 Knoten Wind auf die Seite zu bekommen. So, es ist mittlerweile schon Abend. Es war ja echt ein sportlicher Start heute Morgen. Wir hatten gut Welle. Die ist aber runtergegangen, weil der Wind jetzt auch nachgelassen hat. Wir sind jetzt so bei 13 Knoten, also recht angenehm. Das ist so lecker mit dem Fisch. Ja, das war gar keine schöne Nacht. Wir haben beide kaum geschlafen, es hat alles extrem geschaukelt. Die Wellen waren sehr hoch, wir hatten durchgängig ja, 20 Knoten oder mehr Wind. Und ja, die ganzen Geräusche, die das mit sich bringt, das macht einen schon auch nervös. Es wirkt alles sehr viel intensiver, die Wellen wirken höher, wobei die waren auch wirklich hoch. Mittlerweile haben wir uns dran gewöhnt. Aber hoffen dann doch, dass der Schwell etwas nachlässt, aber es dauert noch ein paar Tage, wie es aussieht. Es wird eher wieder ja, noch mal auffrischen auf vielleicht 25 Knoten in 2 Tagen. Ja, jetzt sind fast 3 Wochen rum. Und was sich mal wieder herausstellt, Kürbis, Kartoffeln, Zwiebeln ist alles noch super, also super zum Proviantieren. Ja, wir haben jetzt den 23. Tag und dieser gemeldete Starkwind ist nicht bei uns eingetroffen. Das Einzige, was uns aber gerade hier erwischt, ist die Welle von dem Starkwind, der ein bisschen weiter südlicher stattgefunden hat. Und ja, der schaukelt uns gerade ordentlich durch. Wir haben nur ein ausgebaumtes Vorsegel draußen, das heißt wenig Stabilität. Der aufgescheuert ist hier. Die Leinen unserer Windsteueranlage waren durch die Umlenkrollen ziemlich angeraut und teilweise war bereits richtig der Mantel beschädigt. Damit wir keine neue Leine verwenden müssen, haben wir die Leine einfach versetzt wieder angeknotet, sodass andere Stellen beansprucht wurden. Ja, Tag 25 neigt sich dem Ende zu. Es ist immer noch relativ unbequem. Wir sitzen das jetzt einfach aus. Wir haben ja noch über 1000 Meilen vor uns. Ja, kommen wahrscheinlich heute auch wieder auf 125 Meilen. Also immerhin machen wir Fortschritt. Wir haben auch noch Strömung mit uns.
Aber langsam vermissen wir auch Land und Menschen und Pflanzen. Haben wir noch 10 Tage, ne? Ja. 10 Tage noch. Kabbelig. Schön ist es nicht. Ja, wir sind jetzt 30 Tage auf See. Man sieht es am Bart. Ich habe mich seit der Abfahrt nicht mehr rasiert. Die letzten Tage waren richtig ruppig. Es hat sich Welle aufgebaut. Wir hatten teilweise Kreuzseen, wo eine Welle auch mal 4 Meter erreicht hat. War nie gefährlich, aber war sehr, sehr unkomfortabel die ganze Zeit. Für Hanna war es eine schwere Zeit. Die konnte sich kaum noch an Bord bewegen, weil jedes Mal die Manatee halber umgeworfen wurde. Ja, der 30. Tag ist zum Glück jetzt nach und nach entspannter geworden. Der Wind hat nachgelassen, sodass wir das Groß wieder gesetzt haben. Die letzten beiden Tage, da war der Wind ständig auf 22 Knoten mit Böen auch bis zu 30. Dann hat man eben auch mal Wellen dabei, die gegen das Boot knallen und dann kommt immer die Sorge ums Rig zurück. Ja, das Boot läuft aber gut. Rig ist nach wie vor auch stabil. Das nächste Extrem, Flaute, sodass die Segel zu schlagen anfingen. Etwas, das wir vor allem mit unserem angeschlagenen Rig vermeiden mussten. Das ist immer geil, wenn nachts der Wind wegstirbt. Also starteten wir erstmal den Motor. So, mit dem Motor, das war nichts. Wir hatten Luft im Filter, der hat sich da ganz schnell gemeldet und wir haben ihn dann auch entlüftet, aber uns ist dann aufgefallen, dass wir nur noch 60 Liter Diesel im Tank haben und ja, das ist zu wenig. Wir wollen etwas haben für einen Notfall und wollen das eben jetzt nicht verschwenden. Der Wind ist aber auch gerade wieder zurückgekommen, ist jetzt so bei 13 Knoten und ja, das nutzen wir. André ist jetzt gerade wieder vorne, setzt den Spielbaum und dann schauen wir mal, was wir heute so reißen können. Der Winkel der Wellen war sehr ungünstig, sodass das Dyneema mit dem Low-Friction-Ring immer wieder aus dem Spielbaum gezogen wurde. Also bauten wir Schmetterling auf. Mehr? 4 Knoten Fahrt. Speed. Aber der Wind ließ wieder nach und alles fing erneut zu schlagen an. Wir erleben hier wirklich nur entweder das eine Extrem oder das andere nach wie vor. Nicht einfach. So, eigentlich sollten wir hier 13 Knoten Wind haben. Haben wir nicht. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Oh. Geht nochmal auf 11 Knoten runter und das heißt, wir werden wieder eine scheiß Nacht haben. Ja, dann ist die Flaute zieht sich dann in der Länge. Wir können aber nicht bis morgen früh durchmotoren. Etwas Wind war wieder da, also wieder Schmetterling aufbauen. Jede Stunde, wo wir Diesel sparen, ist eine gute Stunde. Aber so richtig funktionierte das nicht bei 11 Knoten Wind. Daher probierten wir nach langer Zeit wieder den Gennaker. Schnell waren wir aber auch nicht, was auch an dem Bewuchs liegen könnte, der sich über die letzten Wochen angesammelt hat. Und natürlich ließ der Wind erneut nach, sodass wir nach fast 2 Stunden den Gennaker einholten und nur mit dem Vorsegel auf einem Anwindkurs segeln konnten. Wir sind jetzt unter 500 Meilen, also es ist nicht mehr allzu weit. Heute war ein anstrengender Tag.
Das Einzige, was glaube ich anstrengender ist als Starkwind oder zu viel Wind, ist kaum Wind oder Flaute. Wir haben heute, keine Ahnung, die Segelgarderobe ein paar Mal geändert, Genacker hatten wir oben, Schmetterling irgendwie versucht und es hat nie so ganz geklappt. Am Ende haben wir jetzt aber den Kurs geändert und segeln halb am Wind, um unseren eigenen Wind zu generieren. Das ist zwar, ja, für uns macht es die Distanz ein bisschen länger, aber wir kommen voran und ja, das Boot liegt stabil, es hier flattert kein Segel rum, deswegen ist das gerade ganz angenehm für die Nacht. Wind und Welle nahmen wieder ordentlich zu, aber so schnell wie dieser gekommen war, ließ er auch wieder nach. Ja, wieder kaum Wind, da steuert die Windpilot auch nicht mehr so gut, entweder zu viel in Norden oder Süden, deswegen unterstütze ich gerade, weil mir eh nichts zu tun. Ja, es zieht sich leider, also die ganze Überfahrt zieht sich eigentlich schon, es ist ja schon anstrengend. Ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben. Jetzt warten wir wieder mal auf den Wind. Eventuell dann bald wieder über 20 Knoten, also wieder das andere Extrem. Irgendwie kennt der Pazifik nichts dazwischen. Das Positive ist, wir haben unter 300 Meilen. Das ist absehbar. Der Wind nahm wieder zu und wir versuchten uns, so gut es geht, zu entspannen und abzulenken. Abwechselnd beobachteten wir dabei draußen das Boot. Oder versuchten es jedenfalls. Unsere Schichten hatten wir erneut bei dieser Überfahrt flexibel eingeteilt, je nachdem, wie fit wir uns jeweils fühlten und wie die Bedingungen waren. Ja, der letzte Tag bricht jetzt hier draußen auf dem Pazifik an. Wir werden voraussichtlich morgen früh ankommen. Das heißt, wir müssen heute noch ein bisschen langsamer machen, sonst kommen wir in der Nacht an. Das wollen wir eigentlich vermeiden. Ja, aber es ist nicht schwer. Aktuell sind wir von Squalls umzingelt. Manchmal erwischt uns einer, dann wird runtergerefft. Und danach haben wir aber keinen Wind mehr. Dann müssen wir nochmal vielleicht so 10, 20 Minuten Motoren und dann setzt der Wind wieder ein. Das ist jetzt nochmal ein bisschen anstrengender auf der Zielgeraden. Aber davon lassen wir uns die Laune jetzt nicht mehr verderben, wir sind ja bald da. Die letzte Nacht war die mit den extremsten Bedingungen, durchgängig 30 Knoten Wind. Aber in der Dämmerung sahen wir dann endlich Land, Fatu Hiva. Und es war atemberaubend. Nach so langer Zeit auf dem Meer wirkte es unwirklich schön und magisch auf uns. Ja, hinter uns die Insel Fatu Hiva. Wir haben es geschafft. Das ist ein unglaubliches Gefühl, nach so langer Zeit wieder Land zu sehen, es geschafft zu haben. Es war so verdammt anstrengend. Das war eine taffe Überquerung, aber wir haben es geschafft, durchgestanden. Und ja, here we are, Marquesas. Manatee, Manatee, LNG. Good morning. Hey, guys, welcome. Woo, you made it.
I know, I was tracking you. I know you know, you're close, over. Yes, we are, and well, it was such a tough night, but yeah, we made it, and it was incredible. We can't wait to see you guys. Well done, guys, well done. Have you seen that dirty boat? No, how would they see? She's a flounder. Wir müssen ehrlich sagen, dass wir den Pazifik unterschätzt haben. Aber wir sind stolz auf unsere Manatee und uns, dass wir durchgehalten haben. Danke an alle, die uns bis hierher begleitet und unterstützt haben. Wir können sicher sagen, dass wir es ohne euch nicht so weit geschafft hätten. Unseren Traum, mit dem eigenen Boot in die Südsee zu segeln, haben wir erreicht. Und nun müssen wir erstmal alles verarbeiten und sehr viel Schlaf nachholen. Bis bald, eure Manatees.